Lohnt sich ein Event finanziell für dein Unternehmen? Darum soll es jetzt gehen und damit herzlich willkommen. Ich bin Robert Giebenrath, externer CFO und habe am letzten Samstag ein großes Event veranstaltet für alle Partner, für alle Kunden. Exklusiver Kreis, der eingeladen worden ist, deswegen gegebener Anlass. Corona, kommt vielleicht mal wieder in einem Schwung, ist gerade in einem Schwung unterwegs, wo wenig Einschränkungen gegeben sind. Von daher haben die Events natürlich auch wieder geboomt. Für uns war es super schwer, zum Beispiel guten Caterer zu finden, waren dann sehr zufrieden mit unserem. Und es ist einfach so, dass einfach sehr viele Events nachgeholt werden. Langsam kommen aus diesen 2-3 Jahren Corona, kommt jetzt wieder diese Welle, es finden wieder Messen statt, wieder Events statt, größere, kleinere. Firmen veranstalten wieder Events für Kunden, für potenzielle Kunden, Branchen-Events und. Das sind alles so Themen, die jetzt gerade kommen. Und jetzt einfach mal aus der Excel-CFO-Brille geguckt, ob sich so ein Event finanziell denn lohnt für dich und dein Unternehmen. Und wie man an so eine Sache rangeht an der Stelle, in so eine Planung. Bei uns war das jetzt ein Event, was exklusiv für unseren Kundenkreis, für ein paar ausgewählte Partner, Investoren, Banker, Steuerberater, Rechtsanwälte etc. war. Und wo unser sozusagen, wo man auch gucken muss natürlich, was ist das Ziel des Events? Und das musst du dir als ersten Schritt auch absolut klar machen für dein Unternehmen. Was ist das Ziel eures Events? Wir hatten jetzt 100 Leute da. Das ganze Event war auch knackig. Ich kann einfach mal so, das geht in mittlere fünfstellige Bereiche, was sowas kostet. Also alleine bei der Größe, die wir haben. Wir haben damit eine neue Einweihungsfeier für unser hier neues Office gehabt und so weiter. Und bei uns war das Ziel an sich, wir haben jetzt nicht irgendwie eine krasse Vertriebsstruktur, wo wir jetzt sagen, wir machen hier einen fetten Upsell und auf der Bühne stehe ich dann und wenn du jetzt in den nächsten 30 Minuten unterschreibst, habe ich nur noch 5 Plätze für XY. Das machen wir ja nicht. Ne? Bei uns war das Ziel Kundenbindung und das wird sich dann auswirken auf das Thema Customer Lifetime Value, auf das Thema Churn Rate, wie viele Kunden bleiben, wie viel springen ab und so weiter, auf das Thema weitere Kundenbeziehungen. So, das ist das, was wir da machen und auch den Mitarbeitern die Zufriedenheit hochzufahren, weil wir ein schönes Event gemeinsam haben, weil wir abends gemeinsam ein bisschen feiern, das neue Büro einweihen, den Partner ein bisschen zu verbessern, dass wir vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle noch eine Empfehlung mehr bekommen. Das war der Nutzen dahinter bei uns. Schwer zu quantifizieren, aber auch grundsätzlich möglich. Und jetzt sage ich dir mal, wie man da vorgehen sollte. Also Schritt Nummer 1 ist, du musst ein Ziel für dich festlegen. Du kannst ja auch in Richtung gehen, lade ich Leads ein, lade ich Kunden ein, möchte ich jetzt ein neues Produkt pitchen, möchte ich einen Upsell generieren, möchte ich Interessenten in Kunden wandeln, was ist die Art des Events dahinter? So, wenn du das weißt, das ist in Richtung Vertriebs, Richtung das, du musst gucken, was es auch finanziell, welche Ziele es bedienen soll. Ich habe klare Kennzahlen dafür und gucke jetzt, ob die sich verbessern. Auch natürlich so, ne? Ist aber auch an sich einfach ein schöner Tag gewesen, aber an sich gucke ich dann natürlich auch wieder mit einer rationalen Brille teilweise drauf. So, und jetzt musst du für dich gucken, wie sowas aussehen soll, was dein Ziel ist und wie du jetzt an die Sache rangehst. Weil jetzt geht es darum zu kalkulieren. Ja, jetzt muss mal eine Excel-Tabelle zur Hand genommen werden. Jetzt musst du für dich mal wissen, was wird dieses Event grundsätzlich, wenn ich das in dem und dem Rahmen mit dem und dem Ziel habe, was wird es mich kosten? Location, Speaker, Marketingmaterial, Catering, Bestuhlung, alles Themen, die du dann mit einkalkulieren musst, wo du mal eine Liste hast mit groben Budgets und wo du auch weißt, okay, so viel wird es ungefähr kosten. Auf der anderen Seite musst du dich dann einmal damit beschäftigen, was für potenzielle Möglichkeiten, potenzielle Umsatzhebel sind damit drin. Wie ist dein Potenzial aus diesem Event? Wenn du x Kunden einlädst und du jetzt zum Beispiel einen Upsell gerade mit drin hast, wie viele Leuten kannst du das verkaufen? Wie viele deiner Kunden kaufen jetzt nochmal bei dir? Wie viele deiner Kunden werden das verlängern? Wie viel Empfehlung kannst du daraus generieren? Einfach, dass du mal eine grobe Abschätzung machst, was daraus so resultieren kann. Und dann musst du das mal kosten-nutzen-seitig gegeneinander stellen und auch wissen, dass das natürlich weitere Effekte haben kann und irgendwann sich Leute auch noch daran erinnern, du das auch natürlich im Marketing nutzen kannst. Das sind alles Themen, die du aber mal grundsätzlich mit auflisten solltest und das mal ganz groben, dicken Daumen durchkalkulieren. Das kann jetzt nicht auf einen Euro passen, so, aber dass du da mal grob Bescheid weißt. Und dann musst du dir ganz doll gewahr sein darüber, dass das Ganze mit einer Vorfinanzierung einhergeht. Du musst das Event erst bezahlen und dann kommen die Effekte. Das bedeutet, wenn du jetzt mal zum Beispiel wie bei uns eine mittlere fünfstellige Summe dafür zahlst,
dann muss dir auch klar sein, dass du dir es leisten kannst und vielleicht sogar leisten kannst, dass dein Sales Cycle dafür sorgt, dass vielleicht in 3 Monaten der erste Kunde dabei rumspringt. Und dann hat der wieder noch weitere Laufzeiten. Das ist was ganz Wichtiges. Vielleicht schließt du auch da sofort Leute ab, aber dann haben die auch wieder, bis die bezahlen und so weiter, je nachdem, ob dein Forderungsmanagement wack ist oder das gut ist oder wie deine Zahlungsmodalitäten sind, ist das natürlich mal früher, mal später. Aber du musst dir halt angucken, dass du einen Vorfinanzierungsaspekt hast und auch, wann du ungefähr schätzt, wann die Effekte eintreten. Und das Ganze muss in einer sauberen Liquiditätsplanung liegen. Wenn du das nicht hast und blind in ein Event gehst, dann ist das absolut riskant, gefährlich und unternehmerisch dumm. Deswegen musst du auf der Basis wirklich gucken, dass du da auf der Zahlenbasis dir das prüfst, in eine Liquiditätsplanung gießt und das einmal an den Effekten rausguckst und guckst, ob du dir das wirklich leisten kannst. Da gibt es dann Parameter, wie du das prüfen kannst. Wie viel Cashbestand musst du dafür haben und. Das sind die Themen, die wir, wenn unsere Kunden sowas veranstalten, natürlich vorher alles mit abprüfen. Extrem wichtig. Und jetzt kommt der Punkt, der danach passiert, wenn du dann das Event durchgeführt hast, ist extrem wichtig, eine genaue Nachkalkulation zu fahren. Sonst hättest du den Spaß gar nicht machen müssen. Nachkalkulation in dem Sinne, was hat es jetzt wirklich gekostet? Budget, Planung und Realität. Was waren jetzt wirklich die Kosten? Vielleicht ist nochmal wer abgesprungen, du musstest noch das machen, was wir zum Beispiel nicht mit einkalkuliert hatten. Wir dachten, wenn wir uns Stühle, Bestuhlung, Bühne und so weiter, wenn wir uns das anmieten, dass die uns das natürlich auch bringen, Pustekuchen, keine Kapazität, mussten wir nochmal 2.000, 3.000 Euro für ein Möbelunternehmen ausgeben. So. Das sind so Themen, die dann unerwartet mit reinkommen, also mit dem Transport, mit einem Umzugsunternehmen. Das sind so Themen, die unerwartet einkommen, wo man dann natürlich eine saubere Nachkalkulation braucht. Und dann weißt du, was das Event gekostet hat. Und dann im nächsten Schritt musst du jetzt genau tracken, wie viele Leads kamen über das Event, wie viele Empfehlungen kamen über das Event, wie viel haben wir abgeschlossen, wie viel werden wir zukünftig abschließen. Haben sich vielleicht irgendwelche Customer Acquisition Costs verbessert, weil wir cooleres Marketingmaterial hatten und. Und auch tracken wirklich, vielleicht kommen noch nach 6 Monaten welche, die sagen, die eine Referenz beziehen auf das Event. Das sind dann Effekte, die kannst du irgendwann nicht mehr genau messen. Aber die ersten Effekte kannst du genau messen. Und erst wenn dieser Part durch ist, gib dir mal 3, 4, 5 Monate nach dem Event Zeit, um zu tracken, was über diese Kanäle kam an Umsatz, und dann kannst du das in Relation setzen mit den Kosten, die du für das Event hattest, und erst dann kannst du in einer sauberen Nachkalkulation sehen, ob sich dieses Event richtig gelohnt hat, wenn ja, wie hoch es sich gelohnt hat. Parallel hast du Anhaltspunkte, was so ein Event wieder kostet, wenn du es wieder veranstalten willst und. Aber erst bevor du nicht so eine saubere Nachkalkulation machst, solltest du auf gar keinen Fall das nächste Event starten, weil du hier Hölle aufpassen musst, dass die Zahlen sauber sind. Also, ein Event ist was Schönes, Cooles, kann richtig rasseln, kann richtig was bringen, auch auf der finanziellen Ebene. Aber Vorkalkulation, Liquiditätsplanung, Nachkalkulation. Zwingend notwendig, wenn dein Event sich finanziell lohnen soll. So. Das sind die Themen, möchte ich dir unbedingt mitgeben. Für unsere Kunden machen wir das natürlich. Wenn du vielleicht sowas mal planst, da nochmal ein geschultes Auge drauf haben willst, vielleicht mal so ein paar Referenzerfahrungen auch aus der, was wir veranstaltet haben, was wir mit Kunden mitgeplant haben und so weiter, haben möchtest, melde dich gerne www.rg-finance.de, dann können wir mal darüber sprechen. Und genau, das sind so die Themen, die ich dir da unbedingt mitgeben will, bevor du hier extrem viel Geld verbrennst und dich hier in ein schwarzes Loch begibst. Also, extrem wichtig, nimm dir es zu Herzen, und wenn dir es gefallen hat, gerne Daumen hoch, und ich freue mich, dich bald schon wieder zu sehen, zu hören.